Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge unseres Jagged Alliance 2 Let's Plays mit dem 1.13 Community Mod. Ich bin der Palzi. Wir haben in der letzten Folge den Minensektor von Drassen erfolgreich verteidigt und zuletzt dann noch die Ausrüstung wieder aktualisiert und die Leute eingeteilt. Möchte aber noch etwas machen. Palzi braucht ja nur, also man muss ja nur 45 Minuten tätig sein, um die Aufgabe auch auszuführen. Und wir wissen immer noch nicht, wo Skyrider ist. Es wurde zwar gesagt, er hat nach Sumpf gerochen, aber es gibt halt diverse Sumpfsektoren. Hier ist zum Beispiel einer. Das ist Wasser. Lichter Wald. Hier wäre Sumpf. Das sind Waldsektoren. Hier vielleicht. Da ist Sumpf. Da ist Sumpf, also überall um uns herum ist Sumpf und wir wissen nicht, wo Skyrider wirklich ist. Und ich möchte mit Peitsche jetzt nochmal hier runter und vielleicht erfahren wir ja doch noch, wo Skyrider ist. Die hat nichts. Wenn sie was Wichtiges gesagt hätte, dann. Ja, Verstanden. er weiß bestimmt, wo Skyrider ist. Verstanden. Ich weiß, dass das mal ging. Keiner drin. Die Frau sieht ein bisschen älter aus. Alte Frauen wissen doch immer Bescheid. Oder war das nicht in dem Sektor, sondern einen höher? Oder auch zwei höher? Ich weiß es nicht mehr. Man hat auf jeden Fall rausbekommen, wo Skyrider ist. Na gut. War ein Versuch wert. 45% beim Milizentraining. Abmarsch. Palzi hat einen Punkt Geschicklichkeit bekommen, ist jetzt bei 52. Wir hatten Milizen jetzt in allen Sektoren, ne? Ja, aktuell schon. Trainingsstand 50. Wie sieht's hier aus? Ira ist müde. Igor auch. Wenn Igor müde ist, dann kann er auch Patient sein. Ira machen wir jetzt auch zum Patienten. Und Fox ist nicht müde, also darf sie hier übernehmen. Da wird wieder gearbeitet. Da Iras Verletzungen am geringsten sind, mache ich. Nee, nicht Patient. Du sollst Doktor werden. Mache ich sie jetzt wieder zum Doktor. Die zwei brauchen nicht schlafen. Und Fox geht auch auf die Patientenliste. Grunty arbeitet. Wie sieht es denn bei Igor aus? Ne, wenn der nicht müde ist, dann bitte reparieren. So, jetzt könnten wir wieder einen Angriff von Süden bekommen, aber das ist eine Patrouille, die hier rumstreunt. Da könnte noch was kommen. Das sieht nicht sehr lecker aus da. Das heißt, die Miliz
Aus dem Nordsektor vom Flughafen verlege ich jetzt hierhin genauso die. Dann verlieren wir da zwar ein bisschen Sicht, aber es ist nicht weiter schlimm. Miliztraining 56. Es ist keiner müde? Was ist denn da los? Fox fehlen noch 9. Grizzly 6. Ira 2, dann bleibt Ira Doktor, dann ist das so okay. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. Okay, diesmal haben wir 16. Ja, da. Generell erstmal in die Richtung gucken, Leute. Und dann versuchen wir uns schnell zu arrangieren hier. Ja. Sonnenbrillen sind okay. Bin ich damit einverstanden, hier auf dem Dach rumzugammeln? Das hat sich ja doch beim letzten Mal als unschön erwiesen, würde ich mal sagen. Wo wir aber gerade hier sind. Können wir mal kurz checken. Das musst du auch nicht in der Hand halten. Du auch nicht. Das passt so nicht. Gewicht ist okay für dich. Die ist in 66% Zustand. Die kann man noch nicht nutzen. Pack die erstmal da rein. Was wären denn die Alternativen gewesen? Ich meine, es gab ein 18-Uhr-Safe. Und ich habe eh das Gefühl, dass ich mit dem Spiel überfordert bin aktuell, dass ich doch kein alter Hase mehr bin. Grizzly. Einen zurück. Und leg mal an. Ups, da fällt mir gerade was auf. Was ich vergessen habe, Ira kann ja hier das Fernglas noch nehmen. Grunty. Da. Igor. Nee, er noch da. Bin bereit. Fox. Sie macht hier hinten. Aber vorher schicken wir mal Ira nach vorne. Die sind von Süden reingekommen. Hier. Falls sie trotzdem hier mal hin. Da absichern. Man weiß ja nie, ne? Aber war das nicht erst heute, dass wir da eine Verteidigung schon hatten? Das war jetzt für Grunty, genau. Ja, es war auch 14 Uhr und oder sowas, ne? Da hatten wir dann irgendwie 10 Minuten Restzeit. Ah, die Rebellen haben Nahrungsmittel von Pater Walker erhalten. Das heißt, das müsste erledigt sein. Genau, ist nur noch der Helikopterpilot in der Nähe offen.
Na, dann warten wir mal. Da wird sich schon irgendwann einer herfen. Okay. Herfen. Geht los. Und da ist er doch. Ja. Genauso wie beim letzten Mal. Die letzte Zielstufe bringt nichts. Dann leg du dich hin, Grizzly. Ayra müssen wir da aus dem Schussfeld irgendwie rausbringen. Bin bereit. Fox hinlegen. Da, da. Igor. Ja. Grunty. Hier. Falzi und dann Ayra da noch weg. Wir haben gehört, dass es hier einen riesigen Stapel mit Gegenständen gibt und wollten da auch noch ein bisschen was zu packen. Ayra ist die mit der höchsten Erfahrungsstufe, richtig? Erfahrung 4, genau. Ihre Stats waren, glaube ich, auch sonst ganz okay. Beweglichkeit 72. Ich glaube, Beweglichkeit war das, das mit reinspielte hinsichtlich der Unterbrechung. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Alter Verwalter, da kommen sie angedackelt. Ja, das kann ja richtig lustig werden. Aber wir haben Granaten. Das darf man nicht vergessen. Aber da würde ich gerne noch ein bisschen warten, bis ich die benutze, Grizzly. Ja. Ich höre merkwürdige Geräusche. Ja. Und die? Ich glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Grunty, der hier vorne ist doch für dich in Reichweite. Kannst dich auch noch hinlegen danach? Das ist das Wichtigste. Ja. Pablo Alberto. Gesund, gesund. Die sind alle gesund. Das sind alles Rothemden. Ne, hier haben wir einen starken. Ja, Ayra, dann darfst du dich wohl auch wieder hinlegen. Es wird immer voller. Wie sehen wir ihn jetzt? Da ist einer. Hier sehen wir vier. Das heißt, es sind welche näher gekommen. Shit! Oder nehme ich die Mini-Granate? Erstmal machst du den und dann Vakuum oder Mini-Granate? Blödsinn, was ich da gemacht habe. Ich will ja die gleich in die Hand haben. Aber gar nicht so weit. Das lohnt nicht. Ja.
Alter. Hier ist der Starke. Wenn er zu viel rausjagt. Pro Kugel mehr 6. 51 ist 30 Rest. Nee, die Vollautomatik ist mir zu riskant hier in der Situation. Ja. Grizzly hat gar keine Granaten. Aber ich habe es immer noch auf Unteroffizier Nakano abgesehen. Der ist stark. Aber jetzt habe ich nicht aufgepasst. Letzte Aim-Level, der was brachte, 56. Der 60er bringt nichts. Ich überlege, ob ich Aira weiter zum Spotten einsetze. Ja, so eine. Die Granate. Alter! Und dazu kommen wahrscheinlich die, die inzwischen ums Haus rumkreuchen. Überhaupt nicht gucken, ob da Starke dabei sind oder nicht. Ich habe jetzt nur den gesehen. Fernando Koffes, der andere ist aber anders. So, und dann fürchte ich, dass Aira auch mit in die Verteidigung muss. Haben wir irgendwo Löcher? Sorge mich ein wenig darum, das passt. Und Hals hier würde ich gerne hier. Und dann 20 oder hoch rüber drehen. Nee, ich glaube, so ist günstiger. Ich hätte ihn da lassen sollen. Komm mal zurück, ja. Die Karawane zieht weiter. Vielleicht wollen die auch nur durch hier. Ja. Überhaupt nicht mit dem Schusswechsel gerechnet. Sind nicht vorbereitet. Kommen unbewaffnet. Lässt man sich drauf ein, den Rundenmodus zu verlassen? Verdammt! Mir steht das Wasser bis zum Hals! Ach, Grunty, jetzt hör auf zu jammern hier. Wenn du mal treffen würdest, dann wäre das alles halb so wild. Grizzly, Grizzly ausruhen die Runde? Ja. Oder geben wir mit ihm auch einen Schuss ab? Nee, wir wissen, wo die sind. Lass die mal kommen. Da. Genau. Und wer guckt in die Richtung? Fox guckt in die Richtung. Komm, einfach schöne. Achso, jetzt haben wir wieder das Dach. Ne? Ich probier's einmal. Der stirbt.
Fox ist die Beste. Shit! Unterbrechung für Ira und Palzi. Hier. Palzi müsste sich drehen oder nach da zurückkrabbeln. Oder einfach einen reinkrabbeln. Was hältst du davon, Palzi? Komm. Kriegst du einen Kopfschuss hin? Es wird grün. Man sollte dem Braten einfach nicht trauen. Und da... Ira rettet den Ormond Palzi. Was ist das? Yep. Ich hätte jetzt aber an sich gerne... Hätte ich die Position wie vorher, Palzi? Yep. Zumindest einen nach hinten. Yep. Und bei Ira genau das gleiche und bitte auch hinlegen wieder. Bin bereit? Ja! Verdammt! Komm, Grunty, irgendwann schaffst du es. Ich will halt nicht riskieren, aus dem rundenbasierten Modus rauszukommen. So, da... Igor und Fox haben, aber Igor guckt in die Richtung. Feind, kalt gemacht. Ich glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Da, da. Ja. Zur Abwechslung jetzt mal Grizzly. Damit sie sich nicht an eine Seite gewöhnen. Ein bisschen verwirren die Leute. Ja. Oh, Grizzly sieht man. Haben wir alles abgedeckt? Das ist das, was Grizzly sieht? Achso, weil ich eben... Grizzly sieht das. Okay, eben wollte ich gerade vom Glauben abfallen hier. Und wenn Palzi und Ira hinten... Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben das komplette Dach abgedeckt. Das Problem ist natürlich, wenn wir den rundenbasierten Modus verlassen und jemand hochkrabbelt, dann zahlt derjenige keine AP dafür. Das ist das, was mich stört aktuell. Bin Fox. Bereit? Ja. Grunty? Ja. Grizzly hinstellen? Ah, ja, da haben wir einen. Ganz locker mit einem Arm, Schrägstrich einer Hand geschossen. Okay, dann können wir die anderen beiden auch wieder hinlegen. Wie gesagt, ich will nicht raus aus dem rundenbasierten Modus. Denn so müssten sie halt die 40 AP fürs Hochklettern ausgeben. Es sei denn, sie haben den Athletik-Skill. Ich glaube, dann kostet nur 30. Aber dann haben sie halt deutlich weniger Handlungsoptionen, wenn sie aufs Dach raufkommen. Ja. Wie viel haben wir denn noch von den ursprünglich 16 waren es, ne? Zwei sind tot erst. Ne, kann ja nicht sein. Sind doch drei. Ach ne, der eine stirbt ja hier gerade nur. Das ist ja unerträglich hier. Hier. Weißt du was? Palzi muss eh schießen üben.
Ja, finde ich auch. Hat er super gemacht. Kannst dich aber nicht mehr hinlegen. Das hast du jetzt davon, weil du einmal daneben geschossen hast. Pappnase. Ja. 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 Verdammt. Na, ja, wenigstens mal ein Treffer. Hat jetzt aber weniger als 20. Das heißt, er hat nicht mehr die maximalen AP nächste Runde. Ja. Und dann wollten wir Palzi auch noch hinlegen. Da, da. Igor. Und Granti. Ich würde mit Igor anfangen. Feind Ahoi! Feind Ahoi! Da siehst du nur den Kopf bei dem. Jetzt kannst du dich wahrscheinlich nicht hinlegen, weil Ira da ist. Ja. Grunty. Es sind aber Unterbrechungen. Hoffnung ist, dass die nicht mehr zurückschießen. Grunty kann sich noch hinlegen. Ja, der hat noch ein paar Schüsse rausbekommen. Ira und Palzi. Palzi wieder als erstes. Der muss schießen üben. Und hat es diesmal hingekriegt. Patient tot. Oh, das ist ja... Die ganzen hört deutlich Bewegungen von unten. Also da ist Rambazamba um das Haus herum. Die wissen genau, wo die Party stattfindet. Da, da. Achso, hier war das Problem, dass Ira schon ein bisschen im Wege war. Ne? Weißt du was, Ira? Dann bitte einen zurück, damit Igor sich dann hinlegen kann. Aber Igor schießt auch kein Burst mehr. Igor kriegt es irgendwie mit Burst auch nicht auf Reihe. Igor kriegt es gerade überhaupt nicht auf Reihe. Da, da. Ja! Verdammt! Also bewusst Granti genommen, weil ich den eigentlich wieder nach hier ausrichten möchte. Denn im Moment haben wir hier vorne zwischen den beiden Türen ein Loch. Das verräterische Gewehr feuert nicht so wie verlangt. Oh, jetzt das wieder. Das verräterische Gewehr ist wieder am Start. Der hat gesessen, das ist gut. Ah, jetzt habe ich nur falsch ausgerichtet. Ja. Okay, dann muss Grizzly in die Richtung. Hier. Und bald ziehe ich hier auch gerne einen zurück noch. Hier. Ihr müsst hochkommen. Wir brauchen doch Unterbrechungen. Da, da. Igor? Ui, ui. Da, da. Dodo, ja. Der ist schlecht und der andere stark. Ich will aber nicht auf dessen Beine schießen. Ich
bin in Versuchung, mit Grunty auch noch mal in die Richtung zu gucken. Mach ich auch. Jetzt habe ich Igor noch mal aufgerichtet. Ah, noch genügend. Ja. So. Guck mal da hin. Sieht den anderen aber nicht. Aber der ist weg. Das heißt, in diese Richtung gucken gerade nicht allzu viele Leute mit dem Potenzial zu einer Unterbrechung. Ira. Und wie es dann hier weitergeht bei der zweiten Verteidigungsschlacht der Drassenschen Mine, das, liebe Leute, dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euer Wohlgefallen gefunden und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Denkt bitte dran, Like und gegebenenfalls ein Abo dazulassen. Bis dann, euer Palzi.